Jo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 17 The Journey. Ja Freunde, wir kommen langsam zum Saisonabschluss. Uns fehlen noch zwei Spiele. Wir müssen in der Hoffnung darauf hoffen, dass Tottenham und Manchester die letzten beiden Spiele verliert und wir somit auch beide gewinnen können, damit wir überhaupt Platz 1 erreichen können, was aber sehr, sehr, sehr schwierig ist. Ich finde aber, wir haben uns gut wieder zurückgeschlagen. Und ja, Freunde. Sorry, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ein bisschen aus dem Fahren gekommen. Genau. Wir haben uns auf jeden Fall gut zurückgeschlagen. Es wäre sehr gut, wenn wir die Vizemeisterschaft machen könnten. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen mal, wie es weitergeht. Und ja, ich muss mal kurz was gucken. Wir waren stehen geblieben mit den letzten beiden Spielen. Wir spielen jetzt gegen zu Hause gegen Leicester und wir haben Startelf gute Voraussichten in die Starting Elf reinzukommen. Ich würde sagen, ich werde mal anfangen und nicht so viel rumlabern und starten direkt mal los. Okay, ich will mit Hunter spielen. Echt gut, dass wir jetzt mal die 71er Rating geschafft haben. Ich will so weit wie es geht auch noch die 80er Rating schaffen, aber ich denke mal, das wird erst in FIFA 18 kommen. Und ja, mehr will ich nicht verraten. Wie viele Minuten Einsatzzeit bekommen wir? Achso, wir waren ja. Oh Mann, ich Hallo Dodi. zusammen, hier sind Wir Wolf waren ja Fuß und Frank Starting Elf. Buschmann Ich hab und wieder wir gedacht, zur begleiten die Ersatzrolle. heutige Partie aus der Liga für Sie. Hoffentlich bekommen wir heute ein gutes Spiel zu sehen. Die Fans machen auf jeden Fall schon mal richtig gute Stimmung. Und die heutige Partie lautet Manchester City gegen Scheiße. Leicester City. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Muschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Da haben wir die Einblendung. So will Leicester City heute also loslegen. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Ah, Klassisches schade. 4-4-2, würde ich sagen. Ein Ganz genau, bisschen mal zu weit. schauen, wie Sie damit heute zurechtkommen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Hört mal Bei drauf. der Abwehr wird das nicht leicht. Gut aufgepasst Jawohl, vom ah, Torhüter. Mann. Den Ball hat er. Gut. Das macht er gut. Klischee. Und nun David Silva. Drinkwater. Mahrez. Abseits. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Wird's jetzt gefährlich? Ball ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Hä, warum Entscheidung. passt du da hin? Verstehe ich nicht. Ich muss die Kraft einteilen. Ich darf nicht so viel rennen, sonst habe ich keine Power mehr am Ende. Ich habe einiges Samir weggegeben. Nasri am Ball. Wird das eine Torchance? Fuchs. Simpson. Guter Pass, so machen Sie das Spiel breit. Und da verlieren Sie den Ball. Hart. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Spiel Kompanie. doch. Spiel doch den Ball. Nasri. Nun Gündogan. Den Ball kann er abfangen. Jetzt hat er den Ball wieder. Mahrez.
könnte eine Gelegenheit werden. Ich darf nicht so viel laufen, sonst habe ich keine Power mehr. So, ihr seht ja schon, einiges ist schon runter und wir haben 35 Minuten gerade noch. Keine gute. Und die Chance! Und da hatte er die richtig gute Möglichkeit. Knapp war es am Ende. Hat er da vielleicht schon zu viel nachgedacht? Den muss er eigentlich machen. Und Gündogan. Ball bei David Silva. Fernando. Und Gündogan. Alex Hunter. Ecke. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Klischee. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. So spielt er nicht. Musa. Sauber vom Ball getrennt hier. Oh, nun Angel Di Maria. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen, die Fahne ist oben. 0-0. Es geht weiter in dieser Partie. Bisher haben wir noch nicht so viel gesehen. Vor allen Dingen zu wenig Torraumszenen. Ja, bei beiden ging da bisher überhaupt nichts zusammen. Ich bin gespannt, welcher Trainer da in der Pause jetzt die passenden Worte gefunden hat. Und das gibt Abstoß. Otamendi. Oh Mann. Hat doch gut gepasst. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Was ist das für ein Scheißpass? Und jetzt vielleicht die Chance, David Silva am Ball. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Albrighton. Man City will jetzt wechseln. Wir brauchen Tore. Abgefangen, der Ball jetzt bei Zabaleta. Manchester City bekommt den Einwurf. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Eine Auswechslung bei den Gastgebern. Warum spielt er nicht ab? Ey, ich stand da frei. Aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel... Und er schießt! Und den Schuss macht er das Tor! Das macht er gut, den Ball hält er fest. Ich weiß gar nicht, was sie da machen. Ah, oh, Latte. Fernando. Mann. Und Gündogan. Er spielt den Steilpass. Alexander. Ah, der geht an die Latte und zurück ins Feld. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Morgan. Ah, schade. Schön dazwischen gegangen. Und jetzt wieder die Citizens am Ball. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das könnte die Chance werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Fuchs. Okay, wir sind draußen. Schade. Er spielt den Pass auf den Flügel. Wir haben leider nicht so viel guten Einsatz gezeigt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt eine Chance gehabt, der leider gegen die Latte ist, aber ich hoffe, das war bei der Restsimulation
Weiter unentschieden in diesem Spiel. Jetzt könnte aber Bewegung reinkommen. Es gibt eine Auswechslung. Der Champions League mit dabei sein können. Mal schauen, wie es weitergeht. Kevin De Bruyne ersetzt. Das glaube ich nicht. Willst du machen? Was willst du machen? Nichts geändert, egal. Frank Buschmann. Und an meiner natürlich Wolf Christoph Fuß. Und wenn es nach uns geht, dann wird hier auch gleich angepfiffen. So, nee. Jetzt immer noch gleich. Heute sehen wir Watford gegen Manchester City. Es ist Sterling. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen, ne? Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Wird's jetzt gefährlich? Da passt er auf. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Jetzt Pereira. Bei Watford haben ja nicht gerade so viele bekannte Spieler gespielt, Buschi. Dafür kennen einen ehemaligen Präsidenten alle. Ja, Sir Elton John. Von 1976 bis 1990 war er hier Präsident und hält nach wie vor Anteile am Club. Amrabat! Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber. Kommen wir nochmal zurück zu Watford. Was erwartest du von ihrer Saison? Naja, also letzte Saison dürften sie mit Platz 13 als Aufsteiger zufrieden gewesen sein. Und auch dieses Jahr erstmal auf Nummer sicher. Nun, Angel Di Maria. Jetzt geht vielleicht was für Man City. Ah, sehr schön gehalten. Gutes Tackling auf außen. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Der Angriff könnte was werden. Idion Igalo. Eckstoß also. Hallo. Was soll das, ja? Und die Möglichkeit. Das wäre die Führung gewesen. Ja, da wäre es beinahe passiert. Das war wirklich knapp. Und den Ball hat er sich geholt. Jetzt müssen sie aufpassen. Das macht er gut. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Und Pereira. Pass auf die Außenbahn. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Klischee. Oh, schade. Alex Hunter. War fast drin. Und jetzt der Angriff über David Silva. Macht er ihn. Hallo, Foul. Oh, da trifft er die Latte. Und der Ball geht auf den Flügel zu Sterling. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Silva.
aus. Ah, wieder Latte. Ah, schade, der war auf der Latte, Mann. Oder Pfosten. Schade. Er hat geschossen gerade. Ne, der war doch gar nicht dran. Sterling! Ecke für Manchester City. Den Ball kann er klären. Wieder ein Eckball. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Amrabat. Nyom. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das ist ein Foul, Alter. Was soll das? Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Da steht er gut. Da kommt er für Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Halbzeit. Letztes Spiel. Zabaleta. Schreckt mich voll auf, ne? Da holt er den Ball zurück. (Kühm) 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen, so, in dieser geht's. Partie. Hoffen wir mal, dass wir Alex ein Tor schießen können. Alex dem Alex. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Igalo. Abschluss. Olebas. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ball draußen, gibt Abstoß. Berami. Ah, oh, schade. Sterling jetzt am Ball. Warum geht er nicht rein? Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Der Ball mit dem Kopf. Gute Aktion vom Torhüter. Und Manchester City mit dem Eckball jetzt. Ja! Oh, nein, 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 nein. Der war so knapp. Mann. Kompany! Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Ach, schade, schade, schade. Und jetzt Sterling. Der nächste Angriff der Citizens. Sehr guter Einsatz. Schussversuch. Klasse aufgepasst vom Torwart. Eckball. Und vielleicht eine Chance für Man City. Und jetzt Sterling. Schuss! Er passt gut auf und hat den Ball. Doucouré. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Er passt ihn auf den Flügel. Die Flagge kommt gut rein. Los, steh auf. Fairer Einsatz hier. Wird das seine Torchance? Kein Bock wieder auf einen. Da sind Mitspieler frei. Schauen wir auf den Ballbesitz. Alles ausgeglichen hier, die nehmen sich nicht viel. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Geht er rein? Eckball. So, jetzt sehen wir mal, wie viele Ecken es hier heute gab. Cool.
Super Flanke. Success. Tolle Aktion vom Torwart. Da ist er da. Da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Es muss schneller gehen, Mann. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Gute Flanke. Noch besser aber die Abwehrarbeit. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Gut verteidigt hier. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Doucouré. Silva ist tot. Jetzt gibt es Success! Und damit weiter kein Treffer hier und weiterhin unentschieden. Der Eckball könnte jetzt ganz wichtig sein. Wird's jetzt gefährlich? Das ist das Spiel, das wir überhaupt durchspielen dürfen. Bisher keine Tore in dieser Partie. Jetzt nur noch 5 Minuten zu gehen. Gelingt, er versucht's. Und hier sehen wir nochmal, wie knapp das gerade eben war. Ja, da hat eigentlich alles gestimmt. Nur der Abschluss nicht präzise genug. Sehr gut aufgepasst. Ganz einfach an den Ball gekommen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er spielt den Steilpass. Jetzt schießt er. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Da holt er den Ball zurück. Geil, Klischee jetzt. Mann, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Der war Sterling doch vor dem Tor. Egal. Ich hoffe, wir haben keinen Platz, sie sind nicht auf dem 5. oder 6. Platz gelandet. Leider war es viel zu schwach für die Meisterschaft. Leider. Wir haben aber einen Namen ganz schön abkassiert, finde ich. Ja. Das ist eine Menge für einen Jugendspieler. Weißt du, es gibt viele Spieler, die in ihrer ganzen Karriere nicht mal annähernd an den Titel rankommen. Du solltest stolz auf dich sein. Ich mache uns mal einen Tee. Es sind oft die Enttäuschungen im Leben, aus denen wir am meisten lernen. Catherine, da ist er ja, mein Topstar. Gerade 17 und schon beinahe den ersten Titel in der Tasche. Ja, aber wir haben verloren. Okay, dann sag mir eins, Einstein. Wie viele Teenager kennst du, die im ersten Anlauf fast die Premier League gewonnen haben, hä? Darüber habe ich eigentlich nicht nachgedacht. Und das nächste Jahr kommt. Hör auf deine Mutter, die ist echt clever. Ein Tee, Michael? Uff, Kaffee. Du bist auf dem Weg, Alex. Als nächstes kommt das FA Cup-Finale. Immer nach vorne blicken, hab ich recht, Jim? Klar. Ja, Freunde. Klar. Das wahres Wohl. Das FA Cup-Finale steht. Aber davor noch ein Training. Und ja, wie viel sind wir denn jetzt geworden? Okay. Okay, 4. Platz, ist noch okay. Ich habe die Champions League erreicht. Wir haben also die Champions League Qualifikation, besser gesagt. Ja, Freunde, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Und zum Abschluss, oder vielleicht wird das der Abschluss sein, das Cup-Finale, werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Dann würde ich sagen, bis dann, euer Felix und ciao.